Ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und natürlich schön schnuckligen Farm am Hafen in der nordfriesischen Marsch. Alle, die dazugekommen sind, erstmal ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Und in dem Zuge für den Timbo ein wundervolles, ja, genau, auch ein Servus an dich und ja. Wie geht's für stets? Schön, dass sich einer herablässt, mir Buchstaben zu spenden. So, der steht hier rum. Warum steht der hier rum? Weil der LKW wieder im Graben liegt? Nö, irgendwie nicht. Aber der kriegt das bestimmt nicht auf die Kette. Der kriegt das nie auf die Kette. Ich habe keine Lust, ständig da vorne irgendwie meine den Erntehelfer wieder rauszuholen oder den Fahrer wieder aus dem LKW zu holen oder was auch immer, nur weil der das mit dem Abfahren an der einen oder anderen Position nicht hinbekommt. Dann schnappe ich mir eben selbst mal einen LKW und fahre da halt mal hin und mache das. Arbeit beendet von. Ah, der Mähdrescher bestimmt. Mein lieber Mähdrescher hat die Arbeit beendet. Und in so lange. Und der wird blockiert. Muss man nicht verstehen. Und fahren wir einmal bei den Hühnern vorbei. So ist das richtig. Und wichtig. So, und das kommt wieder weg.
So, der bleibt hier stehen. Erstmal. So, hier meine Drohnenkamera, ne? Immer noch. Okay, der fährt, der steht und wird hoffentlich gleich abgetankt. Wo ist er denn? Hin? Schon wieder. Wird blockiert, wird blockiert. Oh. Oh. Echt jetzt? Was ist der denn? Hallo? Wie ist er denn da hingekommen? Unfassbar. So, jetzt noch mal vorne. Hopp. Steht da auf der anderen Seite der Bahnschienen. Gut, dass hier keine Züge kommen. Sonst wäre es jetzt irgendwie lustig geworden an der Stelle. Sollte das da jetzt mal funktionieren? Ja, geht doch. Okay. Irgendwas war noch. Irgendwas wird hier noch blockiert. Der wird nicht blockiert. Möglicherweise. Oh. Der auch nicht. Auch nicht. Oh, ach so, warte mal. Die habe ich gar nicht im. Habe ich gar nicht im Umlauf, ne? Die habe ich gar nicht mit reingenommen vorhin. Mähdrescher und Ladewagen. Die sind hier vorne. Oh, okay. So, dann gib mal Gummi hier.
So, die beiden haben ihre Arbeit getan. Da schaut alles anständig aus. Jetzt haben wir's. Habe ich nur noch einmal Arbeit beendet. Und der steht. War noch da vorne. Da ist er. Nee, das ist er nicht. Aber da kann ich mal reinspringen. Der ist näher dran. So. So, wenn ich denn schon mal hier ordentlich Stroh auf dem Hänger habe, dann mache ich doch gleich mal eben kurz eine Runde. So, die Pferde haben auch schon wieder Stroh. So, bei den Kühen füllen sich die Boxen, das ist gut.
So, von der Schweinestall jetzt noch das der Futtermischer. So, sonst noch einer ohne Fahrschein? Wollte ich doch mal gucken. Steht ja noch so ein doofes Silo rum, ne? Neben den Hühnern. Und das ist mal definitiv nicht für Stroh. Okay. Irgendwas ist hier beigefügt worden, glaube ich. Mal. Auch nicht. Ja, bei den Schafen brauche ich gar nicht gucken. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr aus der Karre rausspringen, ne? Parken die gleich direkt und dann ist gut. Für den Fahrzeugrundlauf ist er ja schon geparkt. Dann muss ich gleich wieder versuchen, da hinzulaufen. Keine Lust. Oder ich müsste ihn freigeben. Dann habe ich aber noch mehr, was ich durchsetzen muss. Ups, einfach mal den anderen Trailer weg. Hau ihn einfach weg. Quatsch. Erst abkoppeln, dann parken. Okidoki. Und dann den Dreckspatz sauber machen. Ja, das passt schon. Bevor ich das jetzt mache, sollte ich mir vielleicht einmal unbedingt diesen Fahrzeugrundlauf mal ein bisschen kleiner machen. Parken. Nicht parken. Nicht parken. Parken. Parken.
Parken. Der nicht. Der steht, achso, ne, das ist der rote, der bleibt auch noch drin. Der kann geparkt werden. Der nicht. Die beiden kann ich mir nachher wieder reinholen, wenn ich sie brauche. Ohne bleibt auf jeden Fall drin. Sehr schön. Jetzt ist das Ganze doch schon viel übersichtlicher. So, das muss ich jetzt einmal hier vom Feld fahren. Weil nämlich dieses Feld jetzt platt mache. So, dann machen wir mal hier so einen kleinen Übergang hin, ne? So, ein bisschen größer, oder ein bisschen größer, ein bisschen viel größer. War gar nicht mal so gut.
Ja, erstmal muss das natürlich alles schön auf ein Niveau gebracht werden. So, dann haben wir es fast. Fast geschafft. So, was haben wir denn hier Schönes? Noch einer was Schönes gemalt. den da. Natürlich, erstmal. Ja, erstmal den und danach können wir immer noch was anderes hinmachen. Also machen wir jetzt hier eine schöne große gleichmäßige Fläche, wo wir was drauf basteln können. Ach, größer geht nicht. Okay, schade. Dachte, ich könnte den noch ein bisschen größer machen. Na, da muss halt ein kleiner Pinsel reichen oder mittlerer. Meine beim Anpassen wäre das noch etwas größer gewesen. Ups, jetzt habe ich den grünen Fleck da auch noch weggemacht, den ich so schick fand. So, einmal geschafft. Dann machen wir hier noch eine schöne Ausfahrt hin, eine große. Und hier oben auch. Ecke.
Okay. Da ist eine Leitplanke, da brauche ich keine hinmachen, das ist Quatsch. So, aber der Rest, der passt auch. Ja, vielleicht hier an der Ecke noch ein bisschen. So ungefähr. Jetzt habe ich nämlich eine schöne riesengroße Fläche hier, wo ich noch weitere Hofgebäude draufstellen kann. Und das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Brauche noch brauch definitiv noch Hangar für die Fahrzeuge. Ja. Und generell habe ich dann noch Platz vorgehalten. Ich könnte noch mal weiteres. Ich könnte mir mal ein vernünftiges Haus dahinstellen, zum Beispiel. Ich wohne ja jetzt bis jetzt immer nur diesem kleinen Container da. Das könnte ich natürlich machen. Vernünftiges Haus hinbauen. So, aber jetzt erst wird das erstmal gespeichert. Einmal speichern. Welchem Graben liegt der LKW schon wieder? In Gagheim steht da vorne rum. Okay. Einmal kurz hier rüberfahren. Und wieder anmachen. Erstmals anmachen, so. Denke mal, so passt das ganz gut. Der braucht auch nicht mehr lange. Dann ist der oder hat der fertig gewalzt. Wie sieht denn eigentlich unser großes Feld 42 aus? Weiß kein Mensch. Was ist es? Ist auch schon relativ weit. Hat was. Mit der Feldwald- und Wiesenwalze. So. So, ich muss noch mal in den Hintergrund. Wo möchtet ihr denn zuschauen? Hier? Sag mal so. Wir bleiben mal bei dem. Nun, und ich bin in ein paar Minütchen wieder bei euch. Bis gleich.